So, jetzt mal eine kleine Demonstration unserer Stop-and-Go-Ringmaul-Ratschenschlüssel. Man sieht die hier. Das ist die Version in 19 mm. Verfügbar sind diese Ratschenschlüssel von SW8 bis SW19 mm. Die Ratschenschlüssel sind fein verzahnt mit 72 Zähnen, umschaltbar von rechts auf Linkslauf, hergestellt aus Chrom-Vanadium-Legierung, mehrfach vernickelt mit einer matt verchromten Oberfläche. Der Ringbereich ist um 15 Grad abgewinkelt für komfortableres Arbeiten und zum Schutz der Finger. Was ist das Besondere an Stop-and-Go-Ringmaul-Ratschenschlüsseln? Ich habe jetzt hier mal einen normalen Ratschenschlüssel, fein verzahnt, 72 Zähne in Spiegelglanz mit Gelenkkopffunktion aus unserem Sortiment. Diese finden Sie übrigens in anderen Angeboten von uns bei eBay oder im Webshop. Und hier so eine Demoleiste mit einer Schraube und einer darunterliegenden Mutter. Was passiert, wenn Sie mit einem normalen Ratschenschlüssel auf den Bolzen gehen, ist, Sie sehen es hier, Sie rutschen drüber oder Sie rutschen durch und es ist relativ schwierig, die Ringratsche an der Schraube zu halten. Deswegen ist es wünschenswert, dass man Ratschenschlüssel mit Ringratschenfunktion herstellt, die eine sogenannte Haltefunktion haben, also auf der Schraube halten. Diese gibt es auch. Diese haben aber den Nachteil, dass dann, wenn Sie zum Beispiel eine darunterliegende Schraube oder Mutter erreichen wollen, Sie wieder einen anderen Schlüssel, nämlich ohne Haltefunktion, brauchen, mit dem Sie über die Schraube tauchen können, um die darunterliegende zu erreichen. Das ist also tatsächlich eine Sache, die gar nicht so einfach zu lösen ist. Mit dem Stop-and-Go von Proteco haben Sie gleich beide Funktionen in einem Schlüssel. Ich zeige Ihnen das mal. Zum einen gehen Sie auf die Schraube drauf, so, und Sie haben eine Haltefunktion, das heißt, Sie können ohne drüber zu rutschen komfortabel arbeiten. Und wenn Sie nun die darunterliegende Schraube erreichen wollen, heben Sie einfach den Schlüssel ab, drehen ihn um ca. 30 Grad, setzen wieder auf die Schraube, tauchen durch auf die darunterliegende Schraube und wenn Sie dort halten möchten, drehen Sie ihn etwas und sitzen wiederum fest auf der Schraube auf. Nach oben, dann wieder durchtauchen oder etwas drehen und schon sitzen Sie wieder fest auf der Schraube, hoch, 30 Grad drehen, runter und Sie tauchen durch. Das ist eine Doppelfunktion, die leider über die Bilder in unseren Angeboten und den Text nicht so deutlich hervorkommt und verstanden werden kann. Deswegen haben wir dieses kleine Video gemacht, um Ihnen diesen Doppelvorteil der Stop-and-Go Ringmaul-Ratschenschlüssel von Proteco darzustellen. Ich hoffe, es gefällt Ihnen und wir können Sie für dieses Produkt begeistern.